Hallo und willkommen zu einem erneuten Angespielt. Diesmal von einem Spiel, was ich null kenne. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Das war mal in einem Humble Bundle dabei. Fess. Ich starte es mal. Ich habe mein Gamepad angeschlossen. Und mal schauen, was ist das für ein Spiel? Leerer Platz. Neues Spiel starten. Also, das ist wirklich total blind. Ich habe nicht mal eine Ahnung, ob die Aufnahme funktioniert, aber ihr würdet es nicht sehen, wenn sie nicht funktionieren würde. Pixel-Stil. Und wir können uns bewegen. Und springen. Und sonst noch was machen. Ah, okay, das ist ein Menü. Und sonst gibt's nichts. Ja. Wir sind anscheinend dieses kleine weiße Ding. Und was stand da? Drücke nach oben, um durch eine Tür zu gehen. Machen wir auch gleich. Können wir hier irgendwo noch hochklettern? Ja, können wir. Drücke nach oben. So. Gibt's jetzt eine Zwischensequenz oder sowas? Scheint, ist es ein Dorf. Also es scheint mir ein Dorf zu sein. Und die kleinen Teile waren als Desktop-Symbol. Also gehe zu Briefkasten. Ist das der Briefkasten? Nee. Oder? Doch. Exenpost zu lesen. Lieber Gomez, bitte triff mich auf dem Dach des Dorfes. Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Giza. Drücke A, um fortzufahren. Und ja. Mit RS siehst du dich um mit was? RS? Okay, cool. Anders gesagt. Das ist kein 2D Jump'n'Run, sondern auch 3D. Was? In der Luft gedrückt halten? Und dich an Vorsprüngen fest. Ah, okay. Also wenn wir es so machen. Können wir da so hochklettern? Ah, okay, cool. Aber was war mit RS? Um zu fallen zu lassen. Wenn ich das hier gedrückt halte, da passiert nichts. Also. Ah, okay. Ah, und A. Ah, okay. Hier wird noch die Steuerung erklärt. Und was war ich hier noch mit RS? Ah, so kann ich. Ah, rechter Stick meinte das. Irgendwie habe ich die ganze Zeit auf den Trägertasten umgedrückt. Okay, so können wir uns also umsehen. Ich bevorzuge den Analogstick statt den Tasten. Hier können wir dann wahrscheinlich hochklettern. Hier wird hier alles im Detail beschrieben. Naja, besser als wenn nichts beschrieben wird. Können wir da durch? Ja, wir können da durch. Erkunden wir erstmal. Was gibt's hier Schönes? Ein Zombie-Verschnitt. Nee. Ah, hier gibt's wohl nichts mehr. Können wir mit dem Kerlchen da reden? Kerlchen. Hallo? Kann ich mit dir reden? Nee, der ignoriert uns. Und der Baum ist auch voll eckig. Ah, wir sind ein bisschen zu klein. Aber das Spiel ist mir irgendwie sympathisch. Also, da kann noch was Let's Play technisch draus werden. Mit dir reden kann ich. Ah, mit B können wir reden. Ich liebe dieses Dorf. Und ich liebe dich. Ich wohne schon mein ganzes Leben hier. Haha, Opfer. Ja, okay, sorry. Und es gibt anscheinend Dark Knight-Zyklus. Was ist deine Lieblingsform? Ich mag Quadrate am liebsten. Aber Würfel mag ich gar nicht. Denn so etwas gibt es überhaupt nicht. Warte, was? Quadrate? Würfel. Ah, okay. Eine Anspielung darauf, dass hier alles zweidimensional aussieht. Realität liegt im Auge des Betrachters. Wahrnehmung ist subjektiv. Aber der Tag-Nacht-Zyklus ist auch irgendwie so schnell. Wenn man bedenkt, dass wir gerade mal 5 Minuten oder so spielen. Ist das irgendwie eine Tür oder so? Nee. Und das scheint irgendwie so eine Efeu zu sein, den wir gerade geklettert sind. Egal. Können wir hier fremde Post stellen? Nee. Ich gehe mal durch.
Hier scheint es außer Bildern nichts zu geben. Und er hat irgendwie gespeichert. Ist das Bett irgendein Speicherpunkt oder so? Keine Ahnung. Naja, klettern wir erstmal zu dem Typen, der uns sehen wollte. Zu dem fiesen Pedo da. Ah. Nee. Wir können keine fremde Post stehen, schaden. Und wir müssen wahrscheinlich zu dem Typen in den Zylinder. Und wir haben den ganzen Tag gebraucht, um da hochzuklettern. Nur. Es gibt gar keine Teufelsquadrate. Nur normale Quadrate. Was haben hier alle mit Quadraten und Teufeln? Und mit der Verleugnung von wegen, es gibt keine und was weiß ich. Mit der Katze können wir nicht reden. Wir lassen sie aber spielen. Ich mag irgendwie den Stil. Also so Pixel-Stil ist mir sympathisch. Und da läuft unser Herr Zombie rum. können wir hier irgendwie interagieren? Nö. Und immer wenn wir in die rechte Ecke eines Hauses gehen, wird gespeichert. Na, hallo, Herr Zombie. Was hast du zu sagen? So, du siehst heute wieder mal schön flach aus. Soll das eine Beleidigung gegen meine Brustgröße sein, oder was? Wow. Oh, fuck. Oh. Oh. Lustig, wir können sterben. Lustig. Na. An der Wäscheleine können wir uns wohl nicht festhalten. Nur so eine leichte Vermutung. Und ja. Und wie halten sich diese Teile in der Luft? Warte, was war das? Der sieht voll lustig aus, wenn er sich so umdreht. Guck mal auf seinen Mund. Na. Das Spiel ist lustig. Ich mag's. Ich mag's. Ah, da bist du ja. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Das Abenteuer wartet. Zeit für Gummis! Gleich ist es soweit. Wart nur ab. Ja, bitte. Ach du Scheiße. Hört ihr die Vibration meines Gamepads? Ich halte sie mal gegen das Mikro. Okay, jetzt muss es total scheiße geklungen haben. Ach du fucking Scheiße, was ist denn hier? Was geht denn hier ab? So viel zu, es gibt keine Quader. Jetzt wirkt es recht dreidimensional. Ich komme in Frieden. Was ist denn Und das hieß übersetzt, hi. Ich hab nichts verstanden, aber auch okay. Ich hab's mal geskippt, weil sonst wäre es einfach nur Zeitverschwendung. Ja, das wirkt recht dreidimensional. Was zur Hölle passiert da? Elektromotor? Mr. Bean? Bist du das? Was ist das? Sieht aus wie ein roter Quader mit gelben und dunkelroten Punkten. Ach nee, das ist so eine Mütze. Ah. Yay! Happy! Wir haben eine Mütze bekommen. Kannst du Perspektiven ändern? Ach du Scheiße, ist das geil. Ein bisschen zu schnell gedreht. Ja, ein bisschen zu schnell gedreht. Ich habe das Tag, glaube ich, kaputt gemacht. Soll das so sein? Polytron, Birdie BIOS. Okay. Warum sind wir wieder im Hauptmenü? Und was war das? Was zur Hölle ist hier los? Was zum Fick?
Okay. Wow. Wow. Okay. Okay, das ist cool. Du hast gesagt, wir können jetzt die Perspektive wechseln. What the fuck? Scheiße, ist das geil. Also, das ist wirklich kein 2D, sondern 3D Jump'n'Run. Ach du Scheiße, ist das geil. Gomez! Etwas ist schiefgelaufen. Ich brauche deine Hilfe. Ich soll dir den Weg zeigen. Ich bin Dot. Das Hexahedron wurde zerschlagen. Zerschlagen und überall in der Welt verteilt. Du musst es wieder zusammensetzen. Sonst wird alles in sich zusammenbrechen. Du hast ein Geschenk erhalten. Dir wurde ein großes Geheimnis offenbart. Es gibt eine Welt jenseits deines Dorfes. Ach nee, sag bloß. Und noch weitere Dimensionen als die, die du kennst. Scheiße, ist das Spiel geil. Diese Tür führt zur Außenwelt, aber sie ist noch versiegelt. Der Markierung nach zu urteilen, musst du erst einen Würfel finden, damit sie sich öffnet. Es gibt viele solcher Türen überall in der Welt. Für jede benötigst du mehr Würfel als bei der letzten. Um diese Reise zu Ende zu bringen, musst du alle 32 Würfel finden. Aber zuerst musst du diesen Ort verlassen. Im Dorf befinden sich 8 Würfelscherben, wie diese hier zum Beispiel. Zusammen ergeben sie einen vollständigen Würfel, mit dem du die Tür entriegeln kannst. Finde sie. Kleine Zusammenfassung. Das war doch schon eine Zusammenfassung. Glänzende goldene Würfel. Sehr wichtig. Ja, sehr kleine. Du musst sie alle finden. Ansonsten fällt das Universum über dir zusammen. Optimismus pur. Ich will dich nicht unter Druck setzen. Und denk daran. Mit Rechenträger und Linkenträger kannst du deine Perspektive ändern. Mach dich auf den Weg. Ach, geil. Das ist verdammt geil. Boogie Dance, Boogie Dance. Aber, Alter. Das ist echt geil. Sagen die Kinder was? Ich habe ein Teufelsquadrat gesehen. Wo warst du? Hast du mir etwas mitgebracht? Und der Tag nach. Und die Musik vor allem. Schöner Hut. Danke. Deiner auch, obwohl du keinen hast. Ich konnte doch hier so runterklettern, oder? Aber ich kletter lieber wieder hoch. Ach, es ist cool. Und ihr hört wahrscheinlich meinen Kater im Hintergrund miauen. Einfach ignorieren. Ich riskier's mal. Ah, okay. Ich dachte, ich muss mich da gleich festhalten. Okay, und die Tür lasse ich nur öffnen, wenn wir. Cool, wir können es sogar im Flug drehen. Hehe, cool. So. Und springen ist nutzlos. Okay, das ist wirklich cool. Ich mag's. Ich mag das. Das mag ich. Und da oben sendet er uns ein Signal aus, dass wir ihn aufnehmen sollen. Hier. Und wir müssen 9 Stück anscheinend finden. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Und da ist unser Herr Zombie. Ah, okay, und so sehen wir auch, dass wir drehen müssen, um so einen Teil zu finden. Mist. Mist. So. Jetzt sind wir wieder nach vorne gewechselt. Aber ich find's toll, wie flüssig das abläuft mit dem Drehen. Warte mal. Nein, Mist. Ah. Okay, das ist. Ich hab ne sehr kranke. Ist das geil! Guckt mal. Ich bin hier auf dem Block. Und jetzt bin ich hier. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier sehe, ich kann da nicht rüber zur Schatzkiste. Aber wenn ich so laufe und dann nach halt hier stehe, kann ich zu dem Block wechseln. Ja.
Und jetzt kann ich zur Kiste rüber. Ach, das ist cool gemacht. Eine Schatztruhe. Um sie zu öffnen, stelle ich vor sie und drücke X. Yay. Zelda. Und ein Schlüssel. Master Key. Du hast einen Schlüssel gefunden. Sag bloß. Mit Schlüsseln kannst du alle verschlossenen Türen öffnen. Aber du kannst sie nur einmal verwenden. Ja. Alle verschlossenen Türen öffnen. Ich glaube, ich... Also, das ist wahrscheinlich nicht auf die Quadratschlüssel verwendet. Na, ich würde sagen, das genügt schon mal, um zu zeigen, wie das Spiel hier aufgebaut ist. Ich sag damit, auf Wiedersehen, euer Mr. Sanderon. Und das Spiel wird garantiert noch in einem LP enden.